So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Stappenbach. Ich war ja letztes Mal noch hier am Weg und habe hier die Bäume gegossen. Hat jetzt auch ohne Probleme funktioniert. Das Problem war hier hinten der Anschluss vom Kabel. Aber das haben wir jetzt auch rausgefunden. Funktioniert alles wieder wie es soll. Und dann stellen wir das Ganze mal auf die Seite. Und dann müssen wir noch mal runter ans Feld zum Wenden. Wenn es jetzt hier gerade ein bisschen ruckelt, tut es mir leid. Aber ich habe den Server neu gestartet. Und da muss der Cache wieder neu geladen werden. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob wir das Fass hier hinten reinkriegen. Warte mal, schauen wir mal weiter. Oh, 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 oh. So natürlich nicht. Nehmen wir es nochmal gerade. So, jetzt müssten wir eigentlich rumkommen. Sieht gut aus. Sieht nicht gut aus. Warum? Weil hier... Haben es doch da rausgezogen, oder nicht? Ja doch. Passt. Aber da müssen wir uns vielleicht auch mal einen anderen Standort suchen dafür. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... dass das ein bisschen eng ist hier drin. Warte mal, dann machen wir das Spiel mal schnell auf. Dass wir hier zum Abhängen kommen. Perfekto. Machen wir hier wieder zu. Und fahren erstmal wieder raus. So, dann können wir hier eigentlich auch gleich zumachen. Das Gartentürchen hier machen wir auch mit zu. Genau, das haben wir alles. Wie schaut es bei den Tieren gerade aus? Warte mal, da könnten wir auch noch schnell reingehen. Nochmal ein bisschen sauber machen. Komme ich da gerade... Ja, ich komme nicht drüber. War klar. Zack. So, Bertha, vorsichtig. Ich komme gerade nochmal zum sauber machen. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Ordnung drin. Ne, 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 du bleibst drin, meine Kleine, gell? Aufpassen, Tor. So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde wenden gehen. Den Wender haben wir ja, glaube ich, unten stehen gelassen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Fahren wir mal runter und gucken es mal an, wie das Gras aktuell ist. Aber wie gesagt, es sollte auf jeden Fall heute noch gepresst werden, bevor es da wieder reinregnet. Oh, hier ist heute auch ganz schön Verkehr. Oh, da kommen nochmal zwei. Jo. Die Allradlenkung machen wir auch gleich wieder raus. So, liegen wir auf jeden Fall gut im Zeitplan bis jetzt. Wenn jetzt das Feld nochmal gewendet ist, haben wir nochmal ein bisschen Luft zwischendrin. Dann könnten wir... uns eventuell um den Honig kümmern. Oder wir fahren... wie wir es eigentlich schon lang vorhatten, zum Sägewerk runter und befüllen die Produktion, was glaube ich klüger wäre.
So, bauen wir hier mal rein. So, fahren wir noch ein bisschen hin und her. So müsste es eigentlich passen. Hängen wir das Ganze mal an. Klappwelle dran, die Anschlüsse mit hin. Und schauen wir unser Gras. Oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus aktuell. Dann kriegt ihr wieder ein bisschen Drohne. Und gucken wir mal, ob sich was verändert hier. Oh ja. Oh ja. So sieht es doch schon wesentlich besser aus. Aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch einmal wenden. Dass wir das dann erst pressen können. Aber da könnten wir eigentlich einen Zeitraffer reinhauen, oder? Was meint ihr? Ich denke, das machen wir nochmal. Da schneide ich die Folge heute nochmal kurz. Und füge hier zum Wenden Zeitraffer rein. Ihr habt es ja beim letzten Mal schon in voller Länge mitgekriegt. Und einmal müssen wir ja sowieso noch mal wenden. Schauen wir mal, ob wir das auch mit dem Zeitraffer machen. Oder ob wir das dann auch mal manuell machen. Also euch schon mal viel Spaß beim Zeitraffer. Bis dann. So, da sind wir wieder. So, da haben wir das Feld jetzt mal so weit durchgewendet. Sieht eigentlich mal ganz gut aus. Jetzt werden wir mal einen kleinen Test nochmal machen, weil es gibt einen kleinen Trick bei der Sache. Wenn man nämlich das Gerät an- und abkoppelt, ändert sich hier die Grasstruktur auch. Aber in dem Fall hat das jetzt nicht funktioniert. Ich würde jetzt sagen, wir kuppeln jetzt hier einfach mal alles ab. Lassen den Wender hier nochmal stehen. Und fahren jetzt wieder zurück zu uns. Warte mal, wo ist denn unsere Einfahrt da vorne? An den Hof. Und dann direkt weiter zum Sägewerk. Und schauen mal, was da jetzt noch für Arbeiten offen sind. Sorry, da war ich nicht schnell genug an der Taste. Aber falls es jetzt beim Wenden bei euch auch ein bisschen geruckelt und gezuckelt hat, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil irgendwie habe ich heute das Gefühl, wenn ich auf mein Aufnahmeprogramm schaue,
dass es da irgendwie verschwommen ist. Obwohl mein Bild, auf dem ich spiele, einwandfrei ist. Da wäre ich über Feedback schon mal dankbar. Vielleicht sehe ich auch schon was beim Schneiden. Weil es könnte sein, dass das letzte Windows-Update hier schon wieder die Einstellung verhauen hat. Was mich so langsam auch ein bisschen nervt, weil die werden es doch endlich mal hinkriegen, wenn sie ein Update schieben, dass einfach mal die Einstellungen so bleiben. Kann doch nicht sein, dass man jedes Mal Sound-Einstellungen und Grafikeinstellungen wieder nachträglich einfügen muss, nur weil die ein Update schieben. So. Und jetzt, hier kommt es nämlich auch gerade wieder hakelig vor. Ja gut, da sind auch die FPS gerade ein bisschen am Ende, aber auf dem Feld habe ich es auch mal zwischendurch mal angeschaut, da war ich immer bei 56 FPS. Und trotzdem war es teilweise ruckelig und ich weiß nicht warum. Weil die Karte müsste voll und ganz geladen sein, oder? Ja gut, das dauert auch schon wieder ewig. Muss man sagen, sieht man ja. Gerade hier auf die Kugel schon gedrückt. Jetzt kommt's erst. Kann natürlich auch sein, dass es am Server selber liegt, dass da ein paar Probleme herrschen. Aber das werden wir dann schon rausfinden. Ich hoffe, in der nächsten Folge ist dann alles wieder beim Alten. Aber wie gesagt, warte mal, ich wollte jetzt eigentlich gucken, fahren wir mit dem Traktor runter ans Sägewerk oder... Eigentlich könnte man den Bührer nehmen, oder? Und mit dem ans Sägewerk fahren. Komm, das ist doch eine gute Idee. Dann kann der nämlich jetzt hier mal ein bisschen verschnaufen. Und dann geht's mal direkt mit dem Bührer ins Sägewerk. Weil der könnte auch Anhänger ziehen, wenn wir es brauchen. Brauchen wir Frontlader unten? Ich glaub's nicht. Na, warte mal. Wir gehen mal so rum rein. Dann schauen wir doch mal unser Schätzchen an. Das ist da viel zu selten jetzt in Gebrauch gewesen. Eigentlich doch gar nicht, wenn man es genau nimmt. Aber es schnurrt. Er schnurrt wie ein Kätzchen. Oh ja. Da habe ich schon lange drauf gewartet, dass wir mit dem mal hier rauskommen. Die Einfahrt hier ist ein bisschen eng, aber... geht. So. Und dann gehen wir mal direkt zum Sägewerk runter. Ich glaube, wir fahren aber am Global Market mit vorbei. Schauen mal, wie weit da aktuell unsere Rechnungen sind. Waren wir ja schon lange nicht mehr da, die haben den Zaun abgenommen. Okay. Ja, gut zu wissen. Da hatten sie, glaube ich, auch ein paar Probleme. Und wenn sie Teer aufmachen. Gut, hier ist ein bisschen rissig das Ganze. Ja. Dachte doch, dass irgendwas mit dem Server ist. Da seid ihr mal live mit dabei, wie so ein Spiel zwischendrin abschmieren kann. Und jetzt hoffe ich ja mal nur, dass das Ganze auch gespeichert hat und der Server im Hintergrund wenigstens weiterläuft. Dass es nur an der Internetverbindung liegt. Ich hoffe's. Weil sonst heißt es jetzt erstmal Zwangspause und später weiter aufnehmen. Aber vielleicht sehen wir es jetzt ja gleich. Multiplayer, Spiel betreten, los, Deutschland. Yo, sagen wir mal so, meine Server sind offline. Wenn es mir gleich gar keinen anzeigt... Dann werden die wohl wieder ein Update schieben auf dem Server. Oder irgendwelche Servicearbeiten machen, von denen ich nichts mitbekommen habe. Da machen wir jetzt an der Stelle mal einen kleinen Cut. Und ich hoffe, im Anschluss geht's hier weiter. Bis dann.